Black Ops 2. Black Ops Assassin's Creed. Weihnachten ist zwar noch weit weg, aber die Fans von Computerspielen wissen schon, was sie gerne unterm Weihnachtsbaum hätten. Call of Duty, FIFA 13 oder Just Dance 4. In diesem Jahr setzen die Aussteller bei der Pariser Games Week auf Bewährtes. Assassin's Creed von Ubisoft spielt nicht mehr zur Zeit der Kreuzzüge oder der italienischen Renaissance. Schauplatz sind in der neuen Version die Schlachtfelder des amerikanischen Bürgerkriegs. Damit wollen die Spielemacher aus Kanada das amerikanische Publikum locken. Es ist ein Schlüsselmoment der Geschichte, der Beginn der Umstürze, die von Amerika nach Europa schwappen. Es gibt sehr intrigante Figuren und große Momente wie die Schlacht von Bunker Hill oder die Unabhängigkeitserklärung. In diese historischen Momente stürzt sich Assassin's Creed. Nintendo stellt bei der Messe erstmals die kleine Schwester der Spielekonsole Wii vor. Die Wii U hat einen Touchscreen und die Japaner wollen damit auf der Erfolgswelle der Tablet-Computer mitreiten. Und sie versprechen mehr Familienfrieden. Dass man vom Fernsehbildschirm auf das Gamepad umschalten kann, verspricht mehr Komfort bei der Bedienung der Wii U im Haushalt. Der Spieler kann sich auf der Konsole austoben und gibt den Fernseher an die Familienmitglieder frei. Auch Sony und Microsoft bringen Spielekonsolen der nächsten Generation auf den Markt. Die Hersteller wollen neue Dynamik in einem Markt entfalten, der zuletzt ins Stocken geraten war.